Jetzt haben Sie in unseren vielen Gesprächen über die Konzertprogramme sehr früh gesagt, Sie interessiert auch, wie die Musik Natur begreift, darstellt, nacherzählt, beschreibt. Warum interessiert Sie das? Was für Stücke interessieren Sie? Warum ist Natur in Musik für Sie ein Punkt, der Sie fasziniert? Ja, jetzt verwende ich einen einfachen Begriff, weil es einfach schön ist. Ich meine, und es gibt interessante Parallelen, nicht? Ich meine, ja, diese Idee von Haydn am Beginn, diesen riesen C-Dur-Akkord zu haben, das ist was. Das ist auch physikalisch nicht ohne Parallele, nicht? Wenn wir uns den Urknall überlegen. Nicht? Das ist eigentlich das. Jetzt wird dieser erste Abend der Musikverein-Perspektiven genau das auch musikalisch thematisieren. Es wird erst ein Gespräch mit Ihnen geben und mit Martin Haselböck über den Begriff der Natur, des Universums aus musikalischer, aus physikalischer Sicht. Und dann werden wir eben hören die Schöpfung von Haydn und anschließend ein Werk von Stockhausen, Ülem, in dem Stockhausen den Urknall und die Ausdehnung des Universums beschreibt. Was glauben Sie, wie der Abend sich anfühlen wird musikalisch, wenn wir erst Haydn hören und dann Stockhausen? Was glauben Sie, wie sich das gegenseitig beleuchten wird? Also, ich weiß nicht, ob das eine das andere beleuchten soll. Vielleicht nicht, sondern ich würde eher sagen, das ist beides gerichtet auf einen gemeinsamen Eindruck sozusagen hin. Den Stockhausen kannte ich nicht. Ich danke Ihnen für den Vorschlag. Ich habe mir das angehört auch und die Partitur gelesen, die ja ganz interessant geschrieben ist, und das hat was, das ist interessant. Und ich hoffe, dass die Zuhörer auch für Ülem bleiben. Das ist garantiert was Besonderes, die Gesamtheit nicht. Ich glaube auch, dass es was Besonderes ist. Alle werden nicht bleiben, aber viele werden bleiben, glaube ich, um das zu erleben. Der Titel des Abends lautet Die Natur, Schönheit in Musik und Physik. Da ist jetzt der Naturbegriff verbunden mit dem Begriff der Schönheit. Sehen Sie da eine Verbindung zwischen dem Schönheitsbegriff in der Physik und in der Musik? Der Schönheitsbegriff in der Physik ist zuerst mal offenbar was Verschiedenes. Wir können, und das ist die Entwicklung im Wesentlichen der letzten 300, 400 Jahre, wo die moderne mathematische Naturbeschreibung entstand. Das gab es ja vorher nicht, nicht? Das war begann mit Leuten wie Galilei, Kepler und vor allem Newton. Newton hat ja gesagt, er hat eine neue Wissenschaft geschaffen, nämlich die mathematische Beschreibung der Natur. Und dort versteht man unter Schönheit, dass ich die Komplexität des Geschehens zusammenfassen kann auf einige wenige mathematische Symbole. Und aus diesen mathematischen Symbolen, wenn ich sozusagen den Interpretationsmechanismus dahinter habe, ergibt sich eine unglaubliche Fülle des Geschehens, nicht? Und das ist wirklich, und das ist eine Schönheit, wo es mir manchmal leid tut, dass man dazu eine gewisse mathematische Vorbildung benötigt. Weil das sollte eigentlich jeder Mensch sehen können. Und eine Parallele gibt es zur Kunst. In der Kunst gibt es die Tendenz, in verschiedenen Bereichen immer sozusagen Dinge so einfach wie möglich zu machen, immer weniger und weniger darzustellen. Im Jazz wurde mir das von einem Freund erklärt, gab es die Entwicklung, dass man den Rhythmus eben hat und dann macht man immer weniger Schläge, immer weniger, immer weniger. Und wenn es nur mal ganz wenige gibt und man hört das, das ist dann noch mehr Schönheit. Um diese Fragen dreht sich sehr stark am dritten Abend Ja, der genau. Musikverein Perspektiven, große Komplexität sehr reduziert darzustellen. Sie haben jetzt über die Schönheit gesprochen, die auch in der Reduktion liegt, dass in ganz reduzierter Sprache, um es mal so zu sagen, vielleicht mathematischer Sprache, große komplexe Zusammenhänge dargestellt werden können. Und in einem unserer Gespräche haben Sie gesagt, die Schrödinger-Gleichung ist eins der fantastischsten Beispiele für Reduktion, weil daraus ganze Welten erklärbar sind. Ja.
Können Sie das kurz erläutern, welche Bedeutung die Schrödinger-Gleichung hat und worin Sie da einen Moment von Schönheit sehen? Die Schrödinger-Gleichung ist in ihrer reduziertesten Form übrigens auf dem Grab von Schrödinger in Altbach in Tirol. Das ist ein wunderschönes schmiedeeisernes Kreuz und da steht in der Mitte die Schrödinger-Gleichung. Das sind nur 6 oder 7 Symbole, nicht? Ganz, ganz wenig. Und aus dem kann man die ganze Festkörperphysik herleiten. Sagen wir, die gesamte Physik ihrer Mikrochips, die sie da haben, im Mobiltelefon oder wo auch immer. Das ist enorm komplex. Das geht alles aus der Schrödinger-Gleichung hervor, nicht? Oder magnetische Phänomene oder die ganze Chemie. Schrödinger sagte, meine Gleichung reduziert die Chemie zu einem Teilgebiet der Physik. Und so weiter. Und das ist eigentlich unfassbar. Der dritte Abend der Musikverein Perspektiven versucht, solche Fragestellungen und Gedanken ein bisschen aufzugreifen. Nämlich mit der Frage, wie kann das menschliche Gehirn eigentlich Komplexität verarbeiten? Und diesen Abend, den Sie entwickelt haben, der wird sich damit beschäftigen, mit Audioexperimenten. Wir werden Mozarts Requiem spielen in einer Fassung, wo nur das Fragment von Mozart gespielt wird, was er selber komponiert hat. Also eine Art von Torso dieses Stückes, eine reduzierte Fassung. Was sind die Fragen, die Sie an diesem Abend für sich interessieren, in dieser Gemengelage von reduzierter Darstellung und Verständnis von Komplexität? Da gibt es verschiedene Aspekte. Parallel an diesem Abend wird Professor Jacobi, ein guter Freund von mir, der hat wunderbare Experimente. Der kann elektronisch, hat er Geräte, kann er Töne zusammensetzen und die dann darstellen und dann kann er zeigen, wie man in einem von ihm erzeugten elektronischen Gemenge dann auch Töne hört, die objektiv gar nicht vorhanden sind. Das heißt, das Gehirn hat da, sei es aus Erfahrung oder sei es, dass das Gehirn von vornherein so gebaut ist, das ist eine Frage, nicht? Hat die Möglichkeit, aus dem, was wir hören, mehr zu machen. Und ich vermute, oder ich würde sogar kühn sein, ich behaupte, wenn ich falsch bin, soll ich falsch liegen, dass viele Komponisten das unbewusst auch verwendet haben. Dass man mehr hört als das, was tatsächlich da geschrieben steht. Ah, Sie meinen nicht nur im Kompositionsprozess, dass die Komponisten selber mehr gehört haben schon, als niedergeschrieben war, sondern dass das Niedergeschriebene sozusagen weniger ist, als man tatsächlich hört und dass die Komponisten damit kalkuliert hätten. Das ist die Behauptung sozusagen. Absolut, das ist meine Behauptung. Die Frage wäre, wie man das überprüfen kann. Das wäre irgendwann mal sehr spannend. Naja, an diesem Abend können wir es jedenfalls in die umgekehrte Richtung überprüfen, denn wir werden von Mozart, der sein Requiem ja bekanntlich nur fragmentarisch geschrieben hat, es wurde ja später ergänzt, nur im Fragment spielen und dann auch mal die Vollversion dagegen. Das heißt, wir werden das Skelett sozusagen von Mozart hören und die Vollversion. Und vielleicht stellt sich an dem Abend dieser Effekt ein, dass man plötzlich merkt, auch wenn ich nur die reduzierte Variante höre, höre ich trotzdem das ganze Stück. Könnte ja sein. Aber da könnte man schon was testen eigentlich. Aber vielleicht nicht an dem Abend, sondern grundsätzlich. Dass man Leuten vorspielt, dass man die Reihenfolge ändert. Wenn man also das Vollversion vorspielt und dann die reduzierte, ob die Leute nicht dann, die Zuhörer, mehr hören, als in der reduzierten Version niedergeschrieben ist. Das wäre ein spannendes, ein kleines Experiment. Also das heißt, der Musikverein wird zum Labor an dem Abend? Würde ich sagen. Und ich bin überzeugt, auf das Ergebnis wäre auch Mozart neugierig. Ja, der hätte vor allem gesagt, was bekomme ich für die Rechte, glaube ich. Er hat gefragt, wie viel, ja, genau richtig, muss er ja. Der arme Kerl war ja einer der ersten freischaffenden Leute. Das stimmt. Leute. Ja. Naja, die Frage, die sich stellt, ist, die eigentlich anhand der Handschrift ziemlich offensichtlich ist, hat Mozart
alles gehört, bevor er es niedergeschrieben hat. Das ist ja auch dieses Klischee, was über Mozart immer gesagt wird, dass er gesagt hätte, es war in meinem Kopf schon alles fertig, ich muss es nur niederschreiben. Das ist so eine romantische Vorstellung von Künstler, aber ich glaube, was, und von Genie, aber ich glaube, was dahinter steht, ist tatsächlich das Technische. Mozart wusste, was er hören wollte und hatte deswegen die Möglichkeit, schon im Fragment eine Architektur zu schaffen, die er später nur ausfüllen musste. Das sieht man auch in den Kompositionen, anhand der Tintenarten lässt sich das zeigen. Ja, das glaube ich sofort. Ja. Es ist aber sozusagen, auch wenn man sich anschaut, Schriftsteller sagen oft, sie haben, jetzt sind wir beim anderen Abend, ja, sie haben eine Grundidee, aber erst wenn sie schreiben, kommt das sozusagen, kommt heraus und wird produziert. Und auch in den Naturwissenschaften gibt es das. Also wenn man hergeht und eine größere mathematische Ableitung macht und so weiter, dann kommt es, dann weiß man, hat man ungefähr gerüst, wo will ich hin, was will ich machen, aber das kommt dann selber während des schöpferischen Prozesses, kommt das erst wirklich. Da sehe ich Parallelen, wie unser zentraler Bordcomputer arbeitet nicht. Am zweiten Abend der Musikverein Perspektiven geht es um Fragen, die überschrieben sind mit Kreativität. Wie kommt das Neue in die Welt? Das ist die Frage des Abends. Wenn Sie Ihre eigene Biografie als Wissenschaftler, als Forscher betrachten, die schon seit 5 Jahrzehnten währt in der Beschäftigung mit Grundlagenforschung in der Quantenphysik, die vor gut 3 Jahrzehnten zu wesentlichen Experimenten geführt hat, die letztlich mit dem Nobelpreis für Physik 2022 geehrt und anerkannt wurden. Wenn Sie sich Ihre eigene Forschungsgeschichte vergegenwärtigen, wodurch haben Sie gemerkt, dass Sie wirklich Neuem auf der Spur sind? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich war immer neugierig, von klein auf. Neugier war immer ein zentrales Ding meiner Persönlichkeit sozusagen, nicht? Und manchmal spürt man das sofort. Also genau jetzt vor 5 Jahrzehnten kann ich mich erinnern, da gab es eine fundamentale Frage bei unseren Experimenten hier in Wien mit Helmut Rauch, der Name ist mir sehr wichtig, mit Helmut Rauch, der war wirklich ein Pionier hier in Österreich. Und da gab es eine interessante Frage. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist irgendwie vollkommen spannend. Das Gefühl gehabt. Und habe mich hingesetzt und habe das angefangen zu rechnen. Und habe eine ganze Nacht durchgerechnet. Es ist fast banal, nicht? Und am Morgen hatte ich das Ergebnis und ich wusste, bonk, das ist spannend, das ist was. Das weiß man dann, das spürt man sofort. Das heißt, das war eine Mischung aus Ihrer Intuition und Ihrer Erfahrung und Glück. Und auch das Vertrauen auf die Intuition, das ist ganz wichtig. Man muss der eigenen Intuition vertrauen, auch wenn das womöglich ein Gebiet betrifft, wie es damals der Fall war, wo die überwiegende Mehrheit der Physiker die Nase gerümpft hat. Und die Intuition, die in Ihrem Fall, so wie Sie es beschreiben, zu neuen Erkenntnissen geführt hat, ist aber nicht voraussetzungsfrei, oder? Intuition ist auch genährt von Erfahrung und von Wissen um vergangenes Wissen. Ist nicht kontextlos. Ist sicher nicht kontextlos. Es geht sicher um das vergangene Wissen, nicht? Ganz klar. In dem Fall geht es ganz konkret auch darum, dass ich Quantenphysik nur aus Büchern gelernt. Ich habe nie Vorlesungen besucht und das, glaube ich, war gut. Dass ich sozusagen nicht durch die zum Teil metaphysischen Positionen der Lehrer beeinflusst wurde. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich habe aus Büchern gelernt. Und habe da gemerkt, auch wenn alles so perfekt dargestellt wird, so perfekt ist es nicht. Und sehen Sie in Ihrer... Wenn man nach dem Warum fragt. Am vierten Abend der Musikverein Perspektiven
haben Sie sofort an einen besonderen Künstler gedacht, nämlich den Pianisten Andras Schiff. Warum haben Sie Andras Schiff eingeladen und was erwartet uns an diesem Abend? Also ich bin mit Andras Schiff befreundet, wir kennen uns einige Zeit. Ich hatte das Vergnügen, in Frankfurt, dieser Kronberg Akademie, Andras Schiff zu hören mit einem kleinen Konzert. Und da wurde auch diese Sonate für Arpeggione von Schubert aufgeführt. Und ich habe ihn nachher gefragt, was ist das eigentlich, das Arpeggione? Hat er mir so ein bisschen erklärt. Und das wurde dann mit Cello wurde das aufgeführt. Und hat er mir so ein bisschen erklärt. Und ich habe gesagt, na, wäre das nicht interessant, das einmal zu hören mit dem Originalinstrument. Das war ein Instrument, das hat ungefähr 10 Jahre lang in der Musikliteratur existiert. Zum Glück hat Schubert etwas dafür geschrieben. Ganz witzig, nicht? Und er hat gesagt, ja, das begeistert ihn, das machen wir. Und ich habe ihm dann erzählt auch von dieser Geschichte, die wir da hier gemeinsam machen. Und er hat gesagt, ja, da komme ich gern und da machen wir einen Abend gemeinsam. So ist es zusammengekommen. Wir werden die Arpeggione-Sonate hören. Arpeggione gespielt von Christoph Quin. Andras Schiff am Hammerklavier, am Hammerflügel. Schubert ist aber nicht nur wegen dieser Sonate und wegen dieses speziellen Instrumentes auf dem Programm, sondern auch als ein Komponist, der Ihnen sehr nahe ist, das haben Sie immer wieder gesagt, der Ihnen auch emotional sehr nahe ist und dessen Musik Sie als sehr emotional wahrnehmen. Dieser Abend von Schubert-Musik wird kombiniert mit Musik von Johann Sebastian Bach, von der in den Gesprächen deutlich wurde, dass Sie die etwas analytischer sehen und dass Sie dort auch interessiert sind an analytischen, strukturellen, mathematischen Zusammenhängen, die diese Musik prägen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen sind die beiden Pole des Abends. Emotionen bei Schubert und Wissenschaft bei Bach. Wissen, dass man so genau nicht trennen kann. Aber das sind doch so die beiden Perspektiven, die den Abend bestimmen werden, glaube ich. Na, was mich bei Bach so fasziniert, besonders das wohltemperierte Klavier, wo wir einige Dinge aussuchen werden, Andras Schiff und ich gemeinsam. Das wohltemperierte Klavier ist eine mathematische Erfindung. Die wohltemperierte Stimmung ist eine rein mathematische Erfindung. Und die Frage ist jetzt wirklich, wie wirkt sich diese mathematische Erfindung aus auf den musikalischen Ausdruck? Und das würde ich gerne mit Andras Schiff ein bisschen durchdiskutieren, nicht? Wenn etwas in A-Dur gesetzt ist, wie würde es dasselbe Stück etwa in E-Dur oder in D-Dur, je mehr Sterne, je mehr Kreuzel, desto schwieriger wird es, aber so ähnlich. Kann man da was schließen? Und die Frage ist, sind die, was meine Überzeugung ist, die verschiedenen Tonleitern, obwohl sie noch wohltemperiert mathematisch gleich sein sollten, sind aber für uns nicht wirklich gleich. Mhm. Und diese Frage würde ich gerne, da versteht er sicher mehr als ich. Ich kann nur die mathematische Seite einmal analysieren, ein bisschen beleuchten. Und das stellt, ich bin ja sehr neugierig, wie das sein wird. Das heißt, Sie möchten das Musikgeschehen bei Bach mathematisch beleuchten, aber auch eine Verbindung zur Frage herstellen, wie wirkt die Musik? Und natürlich. Hat es Gründe in der mathematischen Konstruktion? Genau, die Wirkung zur Emotion wieder. Mhm. Ich weiß aus dem Gespräch mit Andras Schiff, dass ihn interessiert, Sie zu fragen, ob es sowas wie Musikalität im physikalischen Denken gibt. Ja, das ist interessant, ja. Gute Frage, möchte ich jetzt nicht nachdenken, möchte ich spontan beantworten. Okay, dann überlassen wir das dem Gespräch. Ja. Schubert ist immer wieder durch unsere Gespräche begeistert. Ja. Können Sie ein bisschen beschreiben, warum Ihnen dieser Komponist besonders nahe ist? Nicht nur in der Arpeggione-Sonate, sondern auch überhaupt in seinem Schaffen. Wir haben über Lieder gesprochen, wir haben über Kirchenmusik gesprochen. Warum ist Schubert ein Komponist, der Sie immer begleitet hat? Es kann sein, dass es auch der Wiener Untergrund ist, das Wienerische, weil ich bin ja ab meinem 10. Lebensjahr in dieser Stadt aufgewachsen.
kann sein, dass man da was Gemeinsames hat, was Unbewusstes. Also bei manchen Sachen von Schubert, wenn ich die zum ersten Mal hörte, hatte ich das Gefühl, sobald es mal losging, dass ich das schon mal gehört habe. Das heißt, Schubert hatte da einen fantastischen Zugang zur Emotionalität, die mich offenbar besonders anspricht. Also wir können uns alle überraschen lassen und inspirieren lassen von dem, was an den fünf Abenden passieren wird, wenn man sich mit Quantenphysik beschäftigen will im Vorfeld. Da gibt es dieses wunderbare Buch von Ihnen, gerade neu erschienen in einer Neuauflage, Einsteins Spuk über die Mysterien der Quantenphysik. Herr Professor Zeilinger, in diesem sehr bekannten Buch von Ihnen gibt es hinten einen Abbildungsteil mit Fotos. Und das erste Foto in dem Abbildungsteil ist der Goldene Saal des Wiener Musikvereins. Das nehme ich mal als gutes Omen. Das ist sicher ein gutes Omen, ja. Das ist für mich die Überleitung zu einem, in dem Buch, zu einem Experiment, das wir gleichzeitig gemacht haben, mit, wo wir Quantenteilchen über die Donau geschickt haben, wirklich gleichzeitig zu einem der Neujahrskonzerte. Also dann nehmen wir das als sozusagen gutes Omen, diese Gleichzeitigkeit des Experiments damals. Und ich möchte mich an der Stelle sehr herzlich bedanken, dass Sie dieses Abenteuer mit uns eingegangen sind. Sehr herzlich für die vielen persönlichen Begegnungen und Gespräche, die ich als außerordentlich bereichernd wahrgenommen habe. Danke, dass Sie bei den Musikverein Perspektiven dabei sind. Wir freuen uns sehr. Ja, ich danke sehr herzlich für die Einladung.